Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Seit 5 Wochen ist Deutschland im Teil-Lockdown. Dennoch steigt die Zahl der Covid-Patienten auf den Intensivstationen. Auch deshalb will Bayern als erstes Bundesland seine Corona-Maßnahmen verschärfen. Wie Ministerpräsident Söder mitteilte, soll vom 9. Dezember bis zum 5. Januar erneut der Katastrophenfall gelten. Der Landtag muss dem noch zustimmen. Söder begründete den Schritt mit weiter steigenden Infektions- und Todeszahlen. Bundesweit wurden nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 17.767 Fälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet. Das sind gut 3.100 mehr als am vergangenen Sonntag. Außerdem starben weitere 255 Menschen infolge einer Covid-19-Erkrankung. Fast 100 mehr als vor einer Woche. Es reicht einfach nicht, sagt der bayerische Ministerpräsident nach der Sondersitzung des Kabinetts. Der bisherige sanfte Lockdown habe eben auch nur eine milde Wirkung gehabt. Die Infektionszahlen bleiben auf hohem Niveau, steigen sogar in einigen Teilen Bayerns, ebenso die Zahl der Toten. Viele Intensivbetten in den Krankenhäusern sind voll. Söder spricht von einer Überlastung des Gesundheitssystems. Wir sind mehr infiziert als im Frühjahr. Deswegen müssen wir in ähnlicher Weise reagieren. Wir haben schon einmal erfolgreich diese Herausforderung bestanden und getrotzt. Ab kommendem Mittwoch sollen bayernweit Ausgangsbeschränkungen in Kraft treten. Das heißt, rausgehen nur mit triftigem Grund. Auch Einkaufen oder Sport draußen sind erlaubt. Weitere Einschnitte sind Ausgangssperren in Hotspots mit einem Inzidenzwert von mehr als 200. Hier sind ab 21 Uhr sämtliche Freizeitaktivitäten untersagt. Einschränkungen beim Grenzverkehr. Nur wer pendelt oder die Familie besucht, braucht keinen Corona-Test. Neue Regeln für Schulen, unter anderem mit landesweitem Wechselunterricht ab der 8. Klasse. Mehr Tests für Seniorenheime, Pflegepersonal muss 2-mal pro Woche getestet werden. Anders als beim Lockdown im Frühjahr bleibt der Einzelhandel offen. Die bayerische Staatsregierung kündigt aber eine strengere Kontrolle der geltenden Hygieneregeln an. Ich bitte auch die Händler, hier genau hinzuschauen, damit hier nicht politisch nachjustiert werden muss. Söders Ankündigung, die Gesundheitsämter künftig mit einer bundesweit einheitlichen Software auszustatten, kommt für die Opposition viel zu spät. Das war eigentlich faktisch ein Offenbarungseid heute, dass man bis heute das wirklich verschlafen hat, diesen Schritt zu gehen. Einzige Ausnahme der Kontaktbeschränkungen gilt an Weihnachten vom 23. bis 26.12. Hier dürfen sich bis zu 10 Menschen treffen, Kinder nicht mitgezählt. Die geplanten Lockerungen zu Silvester sind gekippt.